mehr oder weniger normal. Mhm. Und trotzdem ist halt immer die Frage da, ja, ist jetzt das letzte Mal gewesen? Mhm. Oder passiert es mir wieder einmal? Und ich sage, ja, es geht mir jetzt gut, aber ich kann nicht sagen zu 100%, es wird mich nie mehr hinterlitzen, sage ich jetzt mal. Also, aber du sagst schlussendlich, um das können noch zu beantworten, du hast die Krankheit heute so weit im Griff. Ja, das schon, ja. Jetzt haben wir noch einen Kommentar von der Anja Müller, wo wir abschließend noch mal reinnehmen möchten. Und zwar, krass, wie offen du darüber sprichst. Hut ab und viel Glück für deine Zukunft. Glück und Zukunft, die zwei Wörter nehmen wir jetzt noch für die Abschlussfrage. Du hast jetzt gleich die Abschlussprüfungen. Ja. Wie geht es nachher? Was sind die weiteren Pläne? Ja, das weiß ich jetzt auch noch nicht so genau. Also ich schließe ja als Spitalsekretärin ab. Das ist einfach so etwas, wo ich denke, da, ich muss jetzt mal noch etwas machen. Weil, seit es mir mehr oder weniger gut geht, lerne ich eigentlich extrem ring. Und ich habe gedacht, das muss man ausnutzen. Und darum habe ich das gemacht. Und ehrlich gesagt, ich weiß noch nicht so recht, wie es weitergeht. Ich bin ja schon ein bisschen auf Stellensuche. Mein Lebenslauf sieht halt nicht so toll aus, verständnisweise. Naja. Ja, ich hoffe, ich finde eine Stelle. Ich kann wieder normal arbeiten, weil ich habe immer gesagt, ich will keinen geschützten Arbeitsplatz oder so. Dass es normal so weitergehen normal. Also ja. wir drücken dir auf alle Fälle Däumen. Und vielen, vielen Dank für deine Offenheit, Marlin. Und weiterhin eine gute Zeit. Danke. Danke vielmals. Danke vielmals euch daheim fürs Mitchatten und Zuschauen. Wir wünschen dir eine gute Zeit und sagen an dieser Stelle Tschüss.